Die 556 Familie von Sinnen. Die gesamte Familie als solche, mit denen, die es gibt und die es mal gegeben hat und die ich habe und die ich noch nicht habe, habe ich euch ja schon in diesem Video hier oben vorgestellt. Heute soll es um eine ganz besondere gehen, die ich in meinem Besitz habe. Die 556i mit der roten Sekunde. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhren Videos. Ich bin Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Heute geht es um die 556i mit den Indizes auf dem Ziffernblatt. Da ich verschiedenste Uhren habe und die 556 für mich nicht nur eine Uhr, sondern eine ganze Reihe, wollte ich als Abgrenzung zu den mehr eleganteren Modellen eine sportlich betonte Uhr haben und habe deshalb den Sekundenzeiger, der normalerweise weiß ist, durch einen roten ersetzen lassen. In meinen Augen gibt das der Uhr eine besonders sportliche Note und ich persönlich mag das sehr, sehr gerne und die Uhr ist trotzdem immer noch sehr wandelbar und an unterschiedlichsten Bändern tragbar. Ich möchte euch das gleich im Video zeigen und hoffe, dass ihr genauso viel Gefallen an der Uhr finden werdet wie ich. In diesem Sinne, bis gleich. Da unten ist übrigens die Beschreibung zu der Uhr und jetzt zum Video. Hier kommt die 556i mit der roten Sekunde. Für mich eine wunderschöne Uhr und durch den roten Sekundenzeiger auch sportlicher als das Originalmodell, ohne aber an Eleganz eingebüßt zu haben. Da ich auch noch die etwas eleganteren Varianten der 556 habe, wollte ich unbedingt diesen roten Akzent haben. Ich werde gleich auch noch zeigen, dass diese Uhr auch an unterschiedlichen Bändern wirklich gut aussieht und nicht einbüßt durch diesen einen farblichen Akzent. So, hier haben wir die 556, die auf meinen Wunsch hin von Sinn mit der roten Sekunde modifiziert wurde. Aktuell montiert ist das zweigliedrige Stahlband von Sinn, was, wie ich finde, sehr gut zu dem sportlichen Charakter der Uhr passt. Was ebenfalls sehr gut zu dieser Uhr passt, sind NATO-Bänder. Hier habe ich ein blaues NATO-Band mit einer Art Camouflage-Muster, wobei ich denke, es ist sehr schwer, sich im Meer in Wellen zu verstecken. Das ist also mehr so ein modischer Gag. Wer NATO-Bänder mag und hier von mir sehen möchte, ich werde am Ende noch eine ganze Sammlung von NATO-Band-Bildern aus meinem Archiv mit der 556 zeigen. Vielleicht gemischt rote Sekunde, weiße Sekunde, aber es wird einen guten Eindruck geben, wie gut diese Uhr sich an NATO-Bändern macht. Da die Uhr einen sehr sportlichen Charakter hat, finde ich, dass hier auch wirklich gut das original zweiteilige Silikonband dran funktioniert. Damit wird es eine echte Sportuhr, mit der man schwimmen kann, der auch Schweiß nichts ausmacht. Alles in allem denke ich eine sehr gute Kombination, immer vorausgesetzt, dass man Silikonbänder tatsächlich mag. Ebenfalls in die sportliche Ecke würde ich dieses Band hier einsortieren. Ein schwarzes Lederband mit einer weißen Kontrastnaht. Das Leder hat eine leichte Prägung, sodass die Uhr zwar ihren sportlichen Charakter behält, aber nicht ganz als Sportuhr rüberkommt wie mit dem Silikonband. Aber auch diese Kombination, finde ich, steht der 556i rote Sekunde ausgesprochen gut. Was ich noch nie probiert habe, aber immer dran halte, weil mich es einfach reizt, ist das weiße Hirsch Performance Band. Ich hatte leider vergessen, es an meine blaue 556 zu halten, aber auch hier finde ich, es funktioniert sehr gut durch die durch den schwarzen Rand des Bandes, die schwarze Gummierung und die doch sehr deutlichen Indizes und Zeiger, die mit dem weißen Band harmonieren, finde ich, kann man diese Uhr sehr gut so im Sommer als Sommeruhr tragen und durch das Band
ist natürlich für sportliche Aktivitäten jeglicher Art gerüstet. Ein letztes der sportlichen Ecke zuzuordnenden Bänder ist das Split by Lead, welches ich in der Tat für alle meine 556 in der passenden Farbe habe. Und hier gilt Ähnliches wie für das Kautschukband. Im Sommer, im Schwimmbad, zum Sport überall tragbar. Mit dem großen Vorteil verglichen mit dem Kautschukband, das Split by Lead ist ein sehr dünnes Band, es trägt nicht auf, es lässt sich durch die Maschen beliebig verstellen und sehr genau am Arm anpassen. Daher ist diese Kombination für Sport vielleicht sogar noch einen kleinen Ticken geeigneter als das Kautschukband. Dieses Band habe ich mir rausgelegt, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, man kann es dran machen, aber ohne genau sagen zu können, warum, überzeugt es mich nicht wirklich. Es ist nah an den anderen schwarzen Bändern, aber irgendwie kribbelt da gar nichts, es passiert nichts. Ein bisschen eigenartig, aber es ist eben so. Hier haben wir ein Original-Sinnband. Es steht nicht drauf, aber ich vermute, es ist das Juchtenlederband. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben und nicht nachgehalten. Und wenn man das an die 556 montiert, bekommt die Uhr einen ganz anderen Charakter und bewegt sich etwas vom Thema Sportuhr weg zur Freizeituhr, Jeans, Grillabend, abends auf ein Bier, passt hervorragend und verleiht der Uhr ein ganz anderes Aussehen. Ich hatte mal eine 556i mit weißer Sekunde und da fand ich diese Art der Vintage-Lederbänder sehr, sehr schön dran. Erstaunlicherweise funktioniert das nach meinem persönlichen Geschmack an dieser Uhr nicht ganz so gut, weil die rote Sekunde, die den sportlichen Charakter andeutet und unterstreicht, nach meinem Geschmack nicht so gut mit den Vintage-Bändern harmoniert. Ich war selber überrascht, als ich das ausprobiert habe und ich bin gespannt, wie ihr das seht. Schreibt doch bitte eure Meinungen unten in die Kommentare. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so sieht. Ja, das war meine 556. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meiner kleinen Miniserie der 556 in meinem Besitz. Falls ja, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo oder schreibt was in die Kommentare. Bis dahin. Euer Watchmaxe.